Heute stellen wir uns wieder die Frage, macht Yu-Gi-Oh! Uns arm? Dafür habe ich mir jetzt einmal Top-Decks von der letzten YCS in Bologna rausgesucht. Ich werde euch einmal das Deck zeigen und werde euch einmal zeigen, was ihr für dieses Deck, wenn ihr das genau so kaufen möchtet, dafür investieren müsst, um genau dieses Deck zu spielen. Es gibt natürlich ein paar relativ teure Karten im aktuellen Format. Ich muss fairerweise sagen, ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen drüber geguckt. Ich hätte erwartet, dass das ein bisschen günstiger ist, weil es gibt so ein paar Einzelkarten, die so ein bisschen was kosten. Ich hätte aber nicht erwartet, dass das doch im oberen Segment liegt von dem, was ich erwartet. Starten wir mit dem ersten Deck und das, was ihr hier seht, ist einmal Rescue Ace. Und Rescue Ace für mich zum Beispiel gar kein teures Deck, so in meiner Vorstellung. Denn es gibt so ein paar Karten, klar, die kosten ein bisschen Geld, aber jetzt keine, die jetzt so krass viel Geld kosten. Also das Ding hier, das kostet ein paar Euros, ne, das ist mir klar. Ne, der Fenrir kostet auch so ein paar Euros, ne, ich glaube so 10, 15 kostet der immer noch. Und dann haben wir so ein paar Karten wie hier, die alle Reprints bekommen haben, die auch fast nichts mehr kosten. Die Prosperity, ja, der kostet einen 10er. Aber dann habe ich ja vergessen, ja, wir spielen ja logischerweise der Belzer hier drin, also die Sinful Spoiler Engine. Und die Karten, oh mein Gott, sind die teuer geworden. Die sind halt richtig teuer geworden. Wie teuer? Wir gehen gleich mal ein paar einzelne Karten mal ein, dass wir mal gucken können, was kosten die einzelnen Karten. Denn ein paar von denen sind echt krass. Und hier auch so im Extra-Deck, wir haben halt hier das tolle neue Ding, den Typhon. Der kostet auch so ein paar Euros. Dann haben wir auch hier einen Access-Code-Talker drin, der ist zwar auch günstiger geworden, aber der kostet immer noch so ein paar Euros. Und ganz wichtig, zwei davon. Und den Preis von SP kann ich euch schon mal spoilern, wenn ihr es nicht wissen solltet, warum auch immer. SP kostet aktuell ihre 100 Euro. Und jetzt stellen wir uns die Frage, dieses Rescue Ace Deck, was kostet das? Rate mal, genau, 821 Euro. Ja, ich war auch komplett sprachlos. SP kostet 100 Euro. Die Sinful Spoil-Karten kosten knapp 80. Das sind halt eine Menge Knete. Dann das Extra-Deck, der Access-Code, das Side-Deck, die Fenris. Das rechnet sich alles hoch. Aber 820 Euro, der hat wehgetan. Dann haben wir noch einmal hier eine Rescue-Ace-Deckliste, die ein bisschen anders aufgebaut ist. Jetzt sind 40-Karten-Deckliste, ein bisschen cleaner meiner Meinung nach. Gemeintlich würde man sagen, dass das Deck hier wahrscheinlich ein bisschen weniger kostet. Wenn man sich mal anguckt, wir haben Side-Deck, sogar ein paar Engine-Karten, wir haben Draw im Side-Deck, aber wir haben natürlich auch wieder hier, ne, den Hydranten drin, wir haben unsere Handtrips drin, wir haben die Sinful-Spoil-Karten drin, wir haben Prosperity drin, auch hier im Extra-Deck, wir haben einen Access-Code, wir haben eine Apollosa, die auch ein paar Euros geht. Und auch wieder zwei Little Knights. Das rechnen sich alles ein bisschen hoch. Was kostet denn dieses Deck? Ratet mal mit, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und das Deck kostet 747 Euro. Das ist halt günstiger als das andere, was wir gerade gesehen haben. Sind aber auch weniger Karten drin, ne? Muss man so für Karte mal aufwiegen. Und wir haben natürlich hier einen von den Hydranten weniger, der ja auch dann 40 Euro kostet. Krass, wie teuer dieses Deck ist, um das überhaupt zu spielen. Ich hatte mir eigentlich überlegt, mir das mal zu holen, einfach mal so ein bisschen rumzuzocken damit, ne? Aber ich werde mir die Sinful Spoiler nicht holen, das ist mir einfach den Preis nicht wert. Aber jetzt könnte man mal sagen, das Rescue Deck ist so aktuell so das beste Deck im Format. Also ja, dann kostet das halt ein bisschen mehr, aber die anderen sind doch deutlich günstiger. Das ist das hier. Und das ist einmal Unchained. So auf den ersten Blick würde man drauf gucken und sagen, ja, da ist jetzt nicht viel teurer Kram dabei. Ne? So im Main Deck, ja, die Handjobs kosten nicht viel, Prosperity, ja, so ein 10er, ja, okay, ne, da ist jetzt nicht viel dabei. Die Karte kostet mittlerweile ihre 30 Euro fast. Ne? Okay, da ist nicht viel Value drin. Dann gucken wir uns extra Deck an. Der kostet nicht mehr so viel. Der kostet noch ein paar Euros. Dann haben wir natürlich auch hier Abomination. Little Knight ist logischerweise auch mit dabei. Natürlich ist sie am Start. Gute Karte. Und auch eine Apollosa, die kostet ein bisschen was. Der Yama kostet so ein paar Euros. Und auch im Side Deck haben wir so ein paar Euros, die halt einfach da so rumtanzen. Jetzt natürlich die große Frage ist, jetzt weil das zweite Deck to beat, so im Format. Was kostet der Spaß? Dieses Deck kostet 355 Euro. Das klingt nach einer Menge Geld. Aber anstatt 800 Euro klingt 355 deutlich humaner. Wenn wir davon ausgehen, dass die meisten von euch schon viele von den Staples haben, ist das, denke ich, wirklich ein gutes Deck, was nicht teuer ist. Denn so Sachen im Extra-Deck, die werdet ihr immer brauchen. Wenn wir uns überlegen, dass von den 355 Euro alleine 100 Euro SP ist, die wir theoretisch nicht spielen müssten, ist natürlich trotzdem eine gute Karte, macht sie nicht zu spielen. Aber das heißt, es werden halt doch mal 100 Euro weniger. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es trotzdem noch so knapp 350 Euro gewesen sind. Ich hätte es ein bisschen weniger gedacht, aber natürlich SP, die kostet halt ein bisschen was. Dann haben wir jetzt hier einmal das Deck von unserem YCS-Gewinner, das Bystil Runic Deck. Und die Frage ist, was kostet der Spaß? Denn das Main Deck selber, wenn ich mir das so angucke, das sieht nicht wirklich teuer aus. Alle die Karten haben Reapen bekommen, die Karte nicht, aber die kostet vielleicht einen 10er. Kartesia kostet vielleicht ein paar Euros. Also jetzt nichts wirklich Teures so im Main Deck dabei. Lubellion vielleicht ein paar Euros, ja okay. Wo hier ein bisschen Value kommt, sehen wir hier im Extra Deck. Die Karte kostet Geld, die Karte kostet Geld, die kostet auch ein bisschen was, die so ein bisschen, die auch so ein bisschen, die so ein bisschen, die kostet auch so 1-2 Euro, die kostet ihre 3-5, die kostet ein bisschen was an Geld, die kostet ein bisschen was an Geld
und die kosten nicht so viel. Der kostet ein paar Euros. Psytech kostet auch jetzt nicht so viel Geld. Jetzt die Frage, mit wie viel Value von Deck her hat Josh schon eine YCS gewonnen? Was kostet der Spaß? Rate mal mit. Das Deck kostet 476 Euro. Ja, kein Scherz. Und das wirklich nur wegen dem Extra-Deck. Denn das Main-Deck selber, wie gesagt, das kostet nicht viel Geld. Die Karten im Extra-Deck sind aber auch teurer, als wir die gerade gesehen haben bei Unchained. Deswegen ist hier auf jeden Fall nochmal mehr Geld drin. Das heißt, Unchained ist deutlich günstiger als das Deck. Das Deck kostet trotzdem noch einen halben Taui. Das ist halt richtig krass, wenn man das genauso spielen möchte. An dieser Stelle, lasst mir doch gerne mal ein Like dafür das Video. Wenn ich mir öfter mal die Decks angucke, um mal zu gucken, wie teuer sind die Decks. Damit ihr mitraten könnt, ob ihr einschätzen könnt, wie teuer Yu-Gi-Oh! Decks mittlerweile geworden sind. Dann haben wir hier ein weiteres Deck und das ist einmal Labyrinth oder Labyrinth oder Labby oder Furniture Lab oder Ikea Labyrinth, wie auch immer ihr es betiteln möchtet. Ich war immer der Meinung, dass das Deck gar nicht so teuer ist. Den Preis von dem habe ich mir noch nicht angeguckt, aber wir werden mal ganz kurz nochmal durchgehen und mal so gucken, ob wir so ein paar Karten finden können, die so ein bisschen was kosten. Erstmal grundsätzlich, das Extra Deck bei dem Deck ist nicht super wichtig, aber es kann an entscheidenden Stellen schon mal entscheidend sein, die einzelnen Karten zu haben, die euch ein Game gewinnen können. Wie zum Beispiel halt ein Chaos Engel. Das kommt mal vor, dass der aufkommt. Oder halt ein Python, der kommt auch mal auf. Es streamen noch zwei davon. Das sind so Karten, die kommen einfach mal auf. Oder manchmal kommt ihr sogar auf ein Underworld Goddess. Das sind so Sachen, die tauchen einfach mal auf. Main Deck sind ein paar Karten drin, die mal ein paar Euros kosten. Die Karte kostet ein paar Euros. Die Karte kostet ein paar Euros. Die von kosten auch ein paar Euros. Der Rest sind halt Centbeträge. Die kosten halt nicht so viel. Jetzt natürlich die Frage wieder an euch. Was denkt ihr, was kostet dieses Deck? Ist das teurer als das Unchained Deck oder günstiger als das Unchained Deck? Das Deck kostet 460 Euro. Ist also ein Deck, was günstiger ist als die anderen Varianten, die wir schon hatten, aber immer noch teurer als das Unchained Deck. Wir halten also fest, Budget-Option im aktuellen Meta, Unchained, auf jeden Fall eine Lösung. Jetzt haben wir hier mein Deck, was ich persönlich kaum einschätzen kann, weil ich jetzt mir die Kartenpreise von dem Deck nicht so angeguckt habe. Und das ist einmal Infernoble. Wenn wir aber jetzt das Deck mal so ein bisschen genauer angucken, erstmal sind es 45 Karten. Meiner Meinung nach eine sehr wilde Liste. Ich glaube, das ist die von Pack. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, aber da sind ein paar Karten drin. Wenn wir so drauf gucken, würde ich erstmal sagen, da ist jetzt nicht wirklich so krass viel Teures drin. Außer eine Engine, die wir gerade schon bei Rescue gesehen haben. Und das sind die Karten wieder hier. Die, oh mein Gott, die hauen den Preis ja sowas von nach oben. Und zwar, oh mein Gott, was wir noch wieder hier drin haben, ist einmal das hier. Seht ihr das? Das hier vorne, das da. Das sind zwei Little Knights. Das sind 200 Euro, die hier nebeneinander sind. Die Karte kostet auch so ihre 3, 4 Euro. Also ja, die ist auch wieder drin. Also das sind alles schon ein paar Euros. Es wird definitiv teurer sein als das Rooney Deck. Einfach nur wegen der Sinful Spoiler Engine, die wir hier drin spielen. Die Frage ist, was kostet der Spaß? Und wir landen bei Infernoble bei einem Preistag von 663 Euro für das komplette Deck, wie ihr es hier sehen könnt. Joa. Das ist deutlich teurer als ein paar andere Deckbrände, die wir schon gesehen haben. Und dafür, dass die Infernoble-Karten an sich eigentlich gar nicht teuer sind, sondern halt die Karten, die man drin spielt, die halt das Deck teurer machen und die drei Karten Max-Deck, die halt ordentlich reinhauen, schon heftig. Dann haben wir einmal das nächste Deck und das ist einmal Tier Ishizu. Also ein Deck, wo man meinen würde, das kann doch nicht mehr viel Geld kosten. Das Deck ist mittlerweile so krass wenig gespielt, das lohnt sich doch gar nicht. Dann gucken wir auf die Deckliste drauf und sehen, joa, der kostet safe noch einen Zehner. Die kosten nicht wirklich viel. Der Pellorino, der kostet auch noch ein bisschen Knete. Das heißt, im Main-Deck, ja, so ein paar Karten, die ein bisschen Geld kosten. Extra-Deck, die kostet ein bisschen was, die kostet ein bisschen was. Dann haben wir wieder Little Knight hier. Kleine, den haben wir wieder. Auch der kostet ein paar Euros, der kostet auch ein bisschen was, ne? Die Chimera kostet auf jeden Fall auch ein paar Euros. Und der kostet irgendwie 2-3 Euro und auch der kostet irgendwie 5 Euro oder so. Also im Großen und Ganzen haben wir doch schon ein paar Karten, die doch ein bisschen Geld kosten. Die Frage ist jetzt, wie viel kostet das? Und das klären wir jetzt. Das Deck kostet 407 Euro. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass das Deck wirklich so günstig ist. Ne? Weil 407 Euro ist das günstigste Deck neben Unchained, was wir bis jetzt gehabt haben. Was ich persönlich vollkommen in Ordnung finde. Es ist natürlich immer noch viel Geld, brauchen wir nicht überreden, klar. Aber ihr könnt das Deck ja auch, wenn ihr zwei der Karten im Extra-Deck austauscht, halt deutlich günstiger spielen. Also das Deck ist für mich auch eine relativ gute Budget-Option, wenn ihr nicht so viel Geld investieren möchtet für ein Deck zum Beispiel. Also sehr gute Idee, das zu spielen, weil das offensichtlich immer noch ein spielbares Deck ist. Dann gehen wir hier jetzt einmal auf die Variante ein mit den Horus-Karten. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist wahrscheinlich ein bisschen teurer. Einfach aus dem Mund heraus, weil die Horus-Karten kosten ja ein bisschen Geld. Die Frage ist jetzt, wie viel kostet dieses Deck? Das Deck hier kostet 594 Euro.
Das heißt, die Horus-Karten haben das Deck vom Preistag ganz schön nach oben katapultiert, und zwar fast 200 Euro. Das ist schon heftig, ne? Klar, hier wurden auch ein paar andere Choices getroffen, auch im Excel-Deck, klar, da sind ein paar andere Karten drin. Trotzdem heftig, dass das so teuer ist. Natürlich möchte ich euch aber diesen grandiosen Haufen hier nicht entgehen lassen. Das ist einmal das Mikanko Diabelsa Deck, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, also Mikanko mit den Sinful Spoil Sachen drin. Da sehen wir ein paar Durandals. Der Asset Golem Extra Deck, der hier, der kostet auch ein paar Euros. Nicht super viel, aber der kostet ein paar Euros. Der kostet ein paar Euros auf jeden Fall. Ne? Und die brauchen dann mittlerweile nicht mehr, aber der Access Code Toker kostet ein bisschen was. Also sind schon ein paar Karten drin, die so ein bisschen Geld kosten. Aber dadurch, dass wir halt die Diabelsa Karten drin haben, also Sinful Spoil Karten, das wird halt ein paar Euro kosten, ne? Und die kostet mittlerweile auch irgendwie 15, 16 Euro. Das ist auch relativ teuer geworden. Die kostet auch ein paar Euros. Gucken wir mal, was das Deck kostet. Das Deck kostet 987 Euro. 987 Euro. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Das ist, oh mein Gott, das ist ja richtig teuer. Holy, aber klar, die Fenriers, ne? Die ganzen Karten von dem Themendeck, ne? Die anderen Karten, die Ultra-Rares waren, die Sinful Spoil-Karten, die Equip Spell, im Excel-Deck die Karten. Oh ja, das ist schon räudig, ne? Das würde ich für das Deck zum Beispiel nicht investieren. Das ist für mich so ein Taui für das Deck. Ich weiß ja nicht. Haben wir noch einmal hier ein schönes, nettes Polydeck. Was natürlich auch eine Lilla drin spielt, weil warum nicht? Aber wenn wir uns das mal angucken, ist das Deck wahrscheinlich nicht so teuer wie die anderen Decks. Aber was sagt ihr? Sag mal Bescheid. Ich bin mal gespannt. Das Deck kostet aktuell 340 Euro. Damit ist das bis jetzt die Top-Platzierung, das günstigste Deck, das wir heute hatten, für 340 Euro. Das ist heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte dann ein paar Karten kosten müssen, was. Aber im Großen und Ganzen ist ja nicht viel drin. Das Spiel wird sogar nur einen Pot gespielt. Das ist wahrscheinlich sogar der Grund, warum das Deck nicht so teuer ist. Verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, wenn, dann würde ich sogar drei spielen. Aber das ist auf jeden Fall bis jetzt das günstigste Deck mit einem Pot mehr, wahrscheinlich dann auch ein paar Euros mehr. Ja, ist auf jeden Fall nicht mehr teuer. Das ist krass. Dann haben wir einmal hier ein neues Deck, und zwar Fire King. Diesmal mit der Sinful Spoil Engine. Ich persönlich habe ja schon gesagt, auf meiner Tierlist, dass ich nicht finde, dass es aktuell ein richtig gutes Deck ist. Ich glaube nicht, dass es schlecht ist. Ich habe das Deck ja auch getestet, auch in manchen Variationen. Auch in der Variation habe ich es schon getestet. Ich persönlich bin nicht ganz davon überzeugt, aber ihr könnt mich ja eines Besseren belehren. Die Frage ist natürlich, was kostet der Bums? Denn ich glaube, dass das Deck echt teurer ist, als ich gedacht habe. Das Deck kostet aktuell 735 Euro. Ja. Für ein Deck, was vielleicht im Tier 2, vielleicht Tier 3, boah, würde ich nicht dafür ausgeben, ne? Und das ist halt wirklich nur die Sinful Spoil-Karten plus halt die SP und halt die anderen paar Karten im Extra-Deck, die halt ein bisschen was kosten. Boah, nee, weiß ich nicht. Würde ich nicht ausgeben. Ah, okay, das Deck ist gar nicht so teuer. Ich sehe gerade im Side-Deck hier die Karte. Die haut natürlich auch nochmal ordentlich rein. Das sind auch nochmal irgendwie fast 300 Euro. Okay, dann ist das Deck auf jeden Fall nicht so teuer. Also lass es 500 Euro sein, wenn wir jetzt die Karte so ein bisschen rausrechnen. Ich glaube, ich verstehe, warum man das machen möchte im Side-Deck hier, ne? Aber es macht natürlich den Preis deutlich günstiger. Lass es knapp 500 Euro sein. Das macht mehr Sinn. Würde ich wahrscheinlich trotzdem noch nicht für das Deck bezahlen. Das Deck wird ziemlich cool, wenn der Support draußen ist, aus dem nächsten Hauptset. Also auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt, nächstes Hauptset, guckt euch das nochmal an, denn die Karten sind wirklich cool. Also die neuen Karten, insane. Und ich wollte nochmal beim letzten Deck für heute ein Deck highlighten. Und das ist einmal das hier. Das ist einmal Rika, San Avalon, Plant, Link, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Dieses Deck ist in meinem Kopf immer ein richtig krasses Budget-Deck gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer das jetzt ist. Das werden wir gleich herausfinden. Wenn ich mir das so angucke, sehe ich jetzt aber nichts, was da so krass teuer ist. Weil die meisten Karten davon haben Reprints bekommen. Das heißt, die kosten nicht mehr so viel. Das Extra-Deck selber, das sind alles Plankarten. Die haben auch nicht wirklich einen großen Value. Das Side-Deck selber ist auch nicht so krass teuer. Gucken wir mal, ob das günstigste Deck für heute ist. Bin mal gespannt. Das Deck kostet 212 Euro. Und mit 212 Euro haben wir hiermit unseren Sieger. Das Deck, das am wenigsten Geld kostet, was man im Meta aktuell spielen könnte. Ich persönlich würde es wahrscheinlich aktuell nicht machen, aber das ist eine Option. Wenn ihr nicht so viel Geld habt, könnt ihr dieses Deck bauen für ein paar Euros. Ich weiß nicht, wie oft ich so eine Art von Video machen werde. Ich persönlich finde das vielleicht doch spannender, als jetzt quasi mal über einzelne Kartenpreise zu reden, weil wir einfach mehr uns mit dem Game beschäftigen können. Wir sehen, was für Karten gespielt werden, wir haben ein paar Decks gesehen, wir wissen, was das kostet und wir können ein bisschen einschätzen, was halt Meta kostet. Ich habe damit gerechnet, dass Meta so um die, weiß nicht, 400 Euro liegt. Der Durchschnitt hiervon liegt aber eher so Richtung 600. Und das ist schon krass. Ja, wahrscheinlich so 550 oder so, je nachdem, wo es liegt. Könnt ihr mal ausrechnen, in die Kommentare schreiben.
Ich werde es jetzt nicht machen. Das ist eure Aufgabe jetzt in dem Fall. Wenn ihr euch noch Videos mehr angucken möchtet, guckt gerne mal auf dieses Video. Da habe ich mir auch ein paar Sachen angeguckt. Und zwar, welche Karten gut sind, aber aktuell gerne spielt und warum das so ist. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.